Bei der Abschlussprüfung, ja, da geht es recht leicht los. Wir nehmen einfach die Strecke AB, das ist schon mal die untere, so wie es in der Zeichnung dran steht, kann man die ja ziemlich schnell zeichnen. Dann der zweite Punkt ist auch noch relativ einfach. Es geht hier einen 98-Grad-Winkel hoch und es muss 7 cm, muss C von B entfernt sein, das steht ja hier in der Angabe. Damit haben wir den Punkt C ziemlich schnell gemacht. Aufpassen muss man, und das sollte man in der 10. Klasse einfach hinkriegen. Der 98-Grad-Winkel heißt, dass es ein bisschen mehr wie 90 Grad ist. Auf dem Geodreieck zeigt es ja 2 theoretisch an. Aber das kommt immer ganz darauf an, wie man das Geodreieck hinlegt. Das sollte eigentlich mehr eine Hilfe und keine Verwirrung für euch sein. Also nehmt da bitte die 98 Grad, die auf den 98 Grad entgegenkommen. Auf der anderen Seite wären es nämlich nur 82 Grad. Damit wäre das falsch, wenn es ein bisschen kleiner ist wie 90 Grad. Schwierig wird es hier mit dem Punkt D. Denn wir haben zwar einen 90-Grad-Winkel, das wissen wir, der ist beim Punkt D da oben, weil ja D hier in der Mitte beim Winkel steht. Allerdings ist das Problem, diesen 90-Grad-Winkel zu zeichnen. Wenn wir nicht direkt schon einen Punkt haben und einen 90-Grad-Winkel trotzdem brauchen, brauchen wir immer einen Dreieck mit dem Thaleskreis. Das heißt, wir verbinden die Strecke AC zum Beispiel, nehmen den Mittelpunkt und zeichnen dann den Thaleskreis. Da, wo quasi alle 90-Grad-Winkel, Punkte drauf liegen, die unter dem 90-Grad-Winkel dann in dem Dreieck erscheinen. Und wenn ich dann schon weiß, auf der Linie liegen alle, dann brauche ich nur noch den Radius AD gleich 6 cm zeichnen und dort, wo sich das Ganze schneidet, muss dann mein Punkt D liegen. Also Stichwort Thaleskreis. Immer schauen, welches Teildreieck kann ich dann schon irgendwas zeichnen und wie kann ich dann darüber 90-Grad-Winkel konstruieren. Ich mache es am ersten immer so, ich markiere farbig die gegebenen Stücke. Also zum Beispiel kann man das jetzt eben so farbig machen, wie ich es hier gemacht habe. Oder man kann auch einfach die Größen farbig einzeichnen, indem man einfach 10,5 großer, blau oder sonst irgendwas macht. Das nur als Stütze, damit man einen leichteren Überblick hat, welche Größen man gegeben hat und welche man noch braucht. Ja, die erste Strecke AC ist relativ leicht zu berechnen, denn im oberen Dreieck werden wir ziemlich schnell merken, da haben wir nur eine Größe, den 90-Grad-Winkel zwar noch dazu, aber der hilft uns in dem Fall nicht viel weiter. Bräuchte man noch eine dritte Größe. Hier unten haben wir aber schon drei Größen gegeben, zwei Seiten und ein Winkel. Und der Winkel liegt auch noch der gesuchten Seite gegenüber. Das ist ein klarer Fall für Cosinus-Satz mit den gegebenen Stücken und Größen hier. Und wenn ich das dann nach AC auflöse, aufpassen, ich muss noch die Wurzel aus dem Ergebnis ziehen, dann ist es eigentlich relativ einfach, das im Taschenrechner direkt einzutippen. Den Winkel CAD, ja, den habe ich jetzt hier gleich mal mit dem Cosinus aufgestellt, ist auch relativ einfach. Wir könnten den theoretisch umständlich über das Dreieck da unten machen, aber im oberen Dreieck haben wir einen rechten Winkel und jetzt haben wir da eben diese zwei Größen gegeben, nämlich die Ankathete und die Hypotenuse. Und Ankathete, Hypotenuse heißt Cosinus. Cosinus von dem Winkel hier unten ist quasi dann 6 durch 13,41. Und damit sind wir auch schnell fertig. Wir müssen nur noch quasi nach Winkel CAD auflösen und das machen wir, indem wir einen Cosinus rüberbringen, also Cosinus oben minus 1. Und dann haben wir unseren Winkel 63,42 Grad. Bei der Aufgabe 1.2 soll man rechnerisch das Maß des Winkels BAC berechnen. Also BAC. Oh, Moment, jetzt bin ich falsch. BAC, der hierauf, also in dem Dreieck da unten. Und in dem Dreieck da unten haben wir eigentlich schon fast alles gegeben, bis auf zwei Winkel. Das heißt, wir können hier wunderbar mit dem Sinussatz operieren. Theoretisch natürlich auch mit dem Cosinussatz. Das ist jetzt in dem Fall wirklich wurscht. Ich habe es mit dem Sinussatz gemacht, Sinus 98 Grad gegenüber von der Seite und dann noch das Sinus von dem gesuchten Winkel gegenüber von 7 cm. Man könnte natürlich auch 7 cm Quadrat ist gleich, dann 10,5 zum Quadrat plus 13,41 zum Quadrat. Das mit dem Cosinussatz lösen und das dann nach hier auflösen, ist aber umständlicher. Weil wenn man nach einem Cosinussatz nach einem Winkel auflösen muss, muss man sehr saubere Äquivalenzumformungen durchführen. Ja, und hier würde ich jetzt sagen, entweder über Kreuzmultiplikation, wie man das immer bei Bruchtermen kennen, oder eben nur auf beiden Seiten mal 7 multipliziert, dann ist nämlich der 7er da unten weg. Dann steht Sinus Winkel BAC dran und wenn ich jetzt noch den inversen Sinus von dem Ganzen nehme, erhalte ich den Winkel. Aufpassen, wenn ich den inversen Sinus in den Taschenrechner eingebe und diese Klammern hier weglasse, die ich hier habe, dann würde was anderes rauskommen. Denn das mal 7 würde dann quasi außerhalb vom Sinus oben minus 1 rutschen. Also wir würden nur vom vorderen Teil den Sinus oben minus 1 bestimmen und das Ergebnis mal 7. Dadurch, dass wir aber von dem Ganzen hier vorne das Sinus oben minus 1 nehmen müssen, sollte man das eben in Klammern setzen. Oder was ihr hier auch tun dürft, ihr dürft hier ein Zwischenergebnis machen, nämlich das hier ausrechnen und von dem Ergebnis dann erst den inversen Sinus nehmen. Damit haben wir den Winkel BAC. Ich habe das jetzt auf 31,13 auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Im Ergebnis sind es natürlich eine Stelle nach dem Komma. Zweites Ergebnis dürfen wir nie vergessen. Beim Sinus ist es ja auch noch so, dass es dann innerhalb des
von 180 Grad ein zweites Ergebnis gibt. Das bekomme ich, indem ich 180 Grad minus das erste Ergebnis nehme. Da kommt 148,8 Grad raus. Und dann ist völlig klar, dass der Winkel hier unten keine 148,8 Grad sein kann, da ja das hier schon 98 Grad sind. Und das sieht eigentlich aus Augenmaß, wenn man es gezeichnet hat. Aber Kontrolle halber, immer wenn ich den inversen Sinus bestimme, also immer wenn ich über den Sinus einen Winkel bestimme, dann sollte man immer noch das zweite Ergebnis kurz prüfen. Bei der Aufgabe 1.3 soll man den Inkreis zeichnen. Ja? Guckt mal in die Formelsammlung, Inkreis, das ist verbunden mit Winkelhalbierenden. Die können wir in dem Fall ganz gut zeichnen. Steht ja nicht drin, dass man es konstruieren muss, sondern es heißt nur, man soll ihn zeichnen. Das heißt, wir nehmen hier zum Beispiel den Winkel 15,6, hier den Winkel 49 Grad. Auch den hier oben könnte man zeichnen, den könnte man über die Innenwinkelsumme leicht bestimmen. Aber ist nicht notwendig, denn wenn wir bereits zwei Winkelhalbierende einen Schnittpunkt haben, dann sind wir mit der Winkelhalbierenden schon fertig, also mit dem Inkreismittelpunkt. Und dann gibt es nur noch darum, eine Senkrechte runterzuzeichnen, entweder zu der Seite oder zu der Seite oder zu der Seite. Und wenn wir da fertig sind, dann können wir diesen Radius einspannen. Die Senkrechte müsst ihr nicht unbedingt zeichnen, nur ist es in der Aufgabe bereits ein Tipp und deswegen wäre es ganz geschickt gewesen. In der Formelsammlung sieht man das ganz gut, dass der Radius immer eine Senkrechte vom Mittelpunkt zu einer dieser drei Seiten ist. Ja, man muss eben sauber konstruieren, damit es dann auch gut hinhaut. Bei der Aufgabe 1.4, da suchen wir die Länge der Strecke AM. AM ist in mehreren Dreiecken drin. Einmal hier in dem Dreieck AMC, das könnte man verwenden. In AMF ist drin, das wäre sogar rechtwinklig. Nur da haben wir das Problem, da sind zu wenig Größen gegeben. Wir haben ja eigentlich nichts in dem, wir könnten nur durch die Winkel halbieren, die hier unten den Winkel berechnen. In dem Dreieck AMB das, oder ABM, das habe ich jetzt verwendet, da haben wir viele Größen gegeben. Durch die Winkel halbierenden wissen wir, dass das 49 Grad sind und dass das 15,57 Grad sind. Das ist nämlich genau die Hälfte von den Winkeln, die ich oben berechnet habe. Und dann haben wir noch die Strecke 10,5 gegeben. Wenn wir jetzt einen Sinussatz aufstellen wollen, haben wir das Problem, dass 10,5 der gegenüberliegende Winkel nicht gegeben ist. Aber durch die Innenwinkelsumme im Dreieck können wir den ja berechnen. Wir ziehen einfach die gerade eben berechneten Winkel ab und erhalten den gegenüberliegenden Winkel. Und jetzt können wir den Winkel zu der Seite und den Winkel zur gesuchten Seite aufstellen, über den Sinussatz. Anschließend wird das Ganze über Kreuz multipliziert, das heißt links oben mit rechts unten, links unten mit rechts oben. Hier wird noch durch Sinus 115,43 Grad dividiert und dann kann ich AM bestimmen. In der nächsten Aufgabe sollte man MF bestimmen, das heißt diese Seite. Diese Seite macht natürlich am meisten Sinn, das in dem Dreieck zu verwenden. Warum? Das ist rechtwinklig und ich habe schon eine Seite gegeben, nämlich die Strecke AM, deswegen ist die auch in den Teillösungen drin. Wenn ich mir das rechtwinklige Dreieck anschaue, dann ist AM die Hypotenuse und MF ist die Gegenkathete. Gegenkathete durch Hypotenuse ist Sinus, also Sinus von 15,57 Grad ist eben die Gegenkathete durch die Hypotenuse. In dem Fall multipliziere ich auf beiden Seiten mal 8,77 und ich kann nach FM auflösen und habe dann das Ergebnis 2,35 cm.